Am OTC Market mit Pene Stocks. Outdoor, die seltsam Gensi. 2. Einführung. Was macht Pene Stocks und hat Stocks für viele zu einer so anziehenden und immer populäreren Investmentgelegenheit? Der Grund dürfte unzweifelhaft in der Tatsache zu finden sein, dass diese Aktien in der Lage sind, mehrere hundert, oft sogar 1000% innerhalb eines einzigen Handelstages an Wertsteigerung zu generieren, ganz im Gegensatz zu den Schwergewichten aus den Leitindizes oder den Blue Chips. Weltweit nutzen täglich aber Tausende von Trägern, Investoren oder Anlegern die Fluktuationen in diesem Börsensegment, um Einkommen zu generieren, ihren Lebensstandard zu steigern oder ganz einfach ihre Altersvorsorge etwas dynamischer zu gestalten und auf Vordermann zu bringen. Der Markt der Pene Stocks und Hot Stocks ist ein einzigartiger Finanzmarkt, der sowohl dem Anfänger als auch dem Kenner offen steht und Chancen bietet. Den Unterschied zwischen beiden macht lediglich das Wissen um die Mechanismen des Marktes und die Kenntnis um die Selektierung und Deutung von Informationen, Tatsachen und Gerüchten. Pene Stocks und Hot Stocks. Als Pene Stocks werden offiziell nach dem US-Wertpapiergesetz Aktien bezeichnet, deren Anteilspreis unter 5 Dollar liegt. Inoffiziell wird der Begriff aber durchaus auch öfters erst bei Aktien angewandt, deren Preis bei unter 2 Dollar liegt. Man findet solche Aktien praktisch in allen Finanzmärkten weltweit, allerdings sind die amerikanischen Pene Stocks am OTCB, Over-the-Counter Bulletin Board, und den Pink Sheets die populärsten und volumenstärksten. Bei Pene Stocks handelt sich um die Aktien von kleineren Unternehmen, die meist eine Marktkapitalisierung von weniger als 500 Millionen Dollar haben und häufig über noch keine operative Geschäftshistorie verfügen. Ab und zu begegnet man auch den alternativen Bezeichnungen Microcap und Nanocap. Diese beziehen sich ausschließlich auf die Marktkapitalisierung. Unter Microcaps fallen dann alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 Millionen Dollar und 300 Millionen Dollar, Nanocaps, sind Pene Stocks mit unter 50 Dollar Millionen Marktwert. Ein Hot Stock dagegen kann prinzipiell jede Aktie sein, auch wenn sie bei Kursen von 70 Dollar oder noch höher notiert. Theoretisch kann also auch ein Titel aus dem DAX zu einem Hot Stock mutieren, wenn außergewöhnliche Ereignisse den Kurs entsprechend beeinflussen. Das noch recht junge Beispiel der Hyporeal STHD aus der Familie des DAX-30 verdeutlicht dies. Im Zuge der amerikanischen Subprime-Krise war Mitte Januar 2008 auch der deutsche Immobilienfinanzierer in Bedrängnis geraten. Über Nacht brach der Kurs von einem Niveau um die 33 Euro auf etwa 22 Euro ein. Das war mit 33% der größte Kursverlust, den ein DAX-Wert in der Geschichte der deutschen Börse jemals innerhalb eines Tages zu verzeichnen hatte. In den darauffolgenden Tagen ging es dann sogar bis auf 16 Euro hinunter, ehe ein Rebound bis auf etwa 22 Euro ansetzte und kurzfristige Gewinne von immerhin 35% ermöglichte. Für einen ansonsten recht schwerfälligen und statischen DAX-Wert sicher etwas Außergewöhnliches. Für die Definition von Hot Stocks spielen meist die Faktoren Volumen, Zeit und Volatilität eine entscheidende Rolle. Wenn beispielsweise eine ansonsten recht stabile Aktie in sehr kurzer Zeit, intraday, wenige Tage, einen völlig untypischen starken Kursverfall zu verzeichnen hat, dann wird sie ab einem bestimmten Kursniveau auch für jene Investoren interessant, die prinzipiell kurzfristig an der Börse handeln. Dadurch erhöht sich die Volatilität, also die Schwankungsbreite des Anteilspreises, und eine Zeit lang können sich meist sehr lukrative Rebound-Chancen ergeben. Ebenso passiert es umgekehrt, dass weit über 5 Dollar notierende Aktien infolge bestimmter Unternehmensnews plötzlich unter überdurchschnittlichem Volumen einen Kurssprung von 40, 50 oder mehr Prozent machen und im Kurs die nächsten Tage und Wochen noch weiter ansteigen. Auf einen Punkt gebracht, während sich die Bezeichnung Pene Stock relativ statisch auf den Anteilspreis bezieht, bezeichnet der Ausdruck Hot Stock
eine außergewöhnliche und aktuelle Situation einer Aktie. Amerikanische Penny Stocks werden nicht etwa an den großen Börsen wie der NYSE gehandelt, sondern bevorzugt am OTC, Over the Counter Bulletin Board, und über die Pink Sheets. Die drei hauptsächlichen Gründe hierfür sind: Erstens, ein Unternehmen ist neu oder relativ klein, so dass es noch nicht die Bedingungen für ein Listing an den Hauptbörsen erfüllen kann. Listing-Voraussetzungen sind zum Beispiel das Vorhandensein einer bestimmten Mindestanzahl an Aktionären, ein Mindestbetriebsvermögen oder regelmäßig erstellte und eingereichte Filings, das sind Geschäftsberichte und FZ-Berichte und Mitteilungen über Veränderungen im Unternehmen oder in der Aktienstruktur. Zweitens, ein ursprünglich an einer der Hauptbörsen gelistetes Unternehmen wurde von dort delistet, weil es bestimmte Mindestanforderungen nicht mehr einhalten konnte. Drittens, das Unternehmen hat die Entscheidung getroffen, dass Zeit, Mühen und Kosten es nicht wert sind, an einer der Hauptbörsen ein Listing anzustreben. Eine solche Entscheidung treffen vor allem ausländische Firmen, die an ihrer Heimatbörse die Hauptnotierung haben und pro forma sie die Hauptnotierung haben und pro forma auch am amerikanischen Kapitalmarkt präsent sein möchten. Das Investment in Penny Stocks wird landläufig als sehr risikoreich erachtet. Grund hierfür sind in erster Linie die fehlenden Regularien, die dem Investor eine gewisse Sicherheit geben könnten. So gibt es beispielsweise keine Buchprüfungsstandards und der Aktionär erfährt bisweilen wenig über etwaige Wechsel in den Besitzverhältnissen der Unternehmensanteile oder über die Ausgabe neuer Aktien etc. Dies gilt insbesondere für Pinksheet-Aktien, die daher immer eine Quelle potenziellen Betrugs darstellen können. Am Bulletin Board hat sich allerdings seit etwa 5 Jahren einiges zum Positiven geändert. Das Bulletin Board unterliegt seither ähnlichen Berichtspflichten wie die Nasdaq. Teilweise sind sie sogar schärfer, so müssen nun zum Beispiel regelmäßig Quartalsberichte vorgelegt werden. Der Markt: USA OTC und Pink Sheets. Amerikanische Penny Stocks werden üblicherweise am OTC-Markt, Over the Counter, gehandelt. Der OTC-Markt gliedert sich in zwei Notierungssysteme, das OTC und die Pink Sheets. Das OTC, Over the Counter Bulletin Board, ist ein von Market Makern betriebenes, elektronisches Kurssystem für Aktien, die nicht an den nationalen US-Hauptbörsen sondern außerbörslich notiert sind. Während an den Hauptbörsen von gelisteten Aktien die Rede ist, wird am OTC lediglich von quotierten bzw. notierten Aktien gesprochen. Die einzige Bedingung für eine solche OTC-Notierung ist, dass die Unternehmen quartalsweise Finanzberichte, die SOC-Filings, bei der SEC, Securities and Exchange Commission, einreichen. Daher werden OTC-Unternehmen auch Reporting Companies genannt. Auch ausländische Unternehmen, die nicht nach US-Standards bilanzieren, können sich am OTC notieren lassen. Versäumt ein OTC-Unternehmen dieser Berichtspflicht nachzukommen, wird es vom OTC-Handel ausgeschlossen und an die Pink Sheets strafversetzt. Ebenso können Nasdaq-Aktien zum Handel an das OTC zwangsherabgestuft, die Listing werden, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum unterhalb eines Minimumkurses von $1 notieren oder der Marktwert der frei handelbaren Aktien eines $10 Millionen unterschreitet. Info: Mit SEC wird die United States Securities and Exchange Commission abgekürzt, die für die Kontrolle des Wertpapierhandels in den Vereinigten Staaten zuständig ist und ihren Sitz ist in Washington DC hat. Nach dem Börsencrash von 1929 und von 1934 wurden vermehrt Stimmen laut, die ein zentrales Handlungs- und Kontrollorgan zum Anlegerschutz und zur Beaufsichtigung der Wertpapiergeschäfte forderten. Diese Aufgabe wurde der SEC mit ihrer Gründung 1934 zugewiesen. So müssen sich bei der SEC seither alle Unternehmen registrieren lassen, die Zugang zum amerikanischen Kapitalmarkt erstreben. Über die SEC wird sichergestellt,
dass die Unternehmen per Filing Informationen, die für die Anleger wichtig sein könnten, veröffentlichen. Diese Informationen müssen anhand standardisierter Dokumente bei der SEC zur Publikation eingereicht werden. Die bekanntesten Filingarten sind zum Beispiel das SOG, Form 10K, Filing für Jahresberichte, und das Form 10Q, Filing für die Quartalsberichte. Ende 2007 waren am OTC-Markt über 8500 Wertpapiere zum Handel notiert, davon entfielen etwa 3400 auf das OTCQB und ca. 5100 auf die Pink Sheets. Die Pink Sheets sind ein außerbörslich zentralisiertes, elektronisches Notierungssystem, das die von MarketMakern bestimmten Bit- und Ask-Kurse für OTC-Wertpapiere in Realtime sammelt und veröffentlicht. Im Unterschied zum OTCQB existiert an den Pink Sheets keine quartalsweise Berichtspflicht mit der SEC, so dass hier im Unterschied zum OTCQB auch von Non-Reporting Companies gesprochen wird. Wenn ein Unternehmen weniger als 10 Dollar Millionen an Vermögenswerten oder weniger als 500 Aktionäre hat, müssen generell keine Filings eingereicht werden, Non-Reporting-Status. Die Aktie des Unternehmens wird dann automatisch an den Pink Sheets notiert. Es existieren keine Zulassungsvoraussetzungen oder daraus resultierende Folgepflichten, wie überhaupt keine Regulierung oder Kontrolle durch die SEC erfolgt. Dieses Fehlen der Kontrolle und der Verpflichtung, berichterstattende Filings regelmäßig zu veröffentlichen, macht es für den Investor häufig schwer, verifizierbare Informationen über das Unternehmen und seine finanzielle Situation und Perspektive zu finden. Die meisten der Pink Sheets verschwinden über kurz oder lang wieder von der Bildfläche, weil kein Kapital mehr vorhanden ist, bevor die Produkte oder Dienstleistungen auch nur profitabel werden konnten. Nicht selten kommt es auch vor, dass sich gerade in den Pink Sheets Unternehmen finden, die zum Beispiel ihre Geschäftstätigkeit schon länger eingestellt haben, sich in Insolvenz, Konkurs oder Liquidation befinden oder überhaupt nur eine Briefkastenfirma sind. Viele Betrüger nutzen vorzugsweise bei unbekannten und wenig gehandelten Pinksheet-Aktien diesen Mangel an verbindlich recherchierbaren Informationen als Vorteil für sich aus und veröffentlichen dann ihrerseits irreführende Informationen, um den Anteilspreis zu manipulieren. Aufgrund des fehlenden öffentlichen Interesses und der oft geringen Anzahl von Aktionären ist bei solch manipulativ gepushten Werten das durchschnittliche Handelsvolumen meist nur sehr gering. Das bedeutet umgekehrt, dass einige wenige Kauf- oder Verkaufsorders schon genügen können, um dramatische Auswirkungen auf den Kurs zu verursachen. Daher sind vor allem die Pink Sheets als ein überproportional risikoreiches Börsensegment einzuschätzen. Trotz allem, mit dem geeigneten Wissen kann das Investment in bzw. der Handel mit Penny Stocks eine gute und außergewöhnlich attraktive Verdienstmöglichkeit darstellen. Nicht umsonst nimmt die Zahl der Anlegerkreise, die dieses Börsensegment mit wachsendem Interesse verfolgen und zum Handeln nutzen, kontinuierlich zu. Ebenso wenig sollten auch von vornherein alle Pink Sheet Companies unter den Generalverdacht betrügerischer Machenschaften gestellt werden. Viele sind als Start-up-Unternehmen einfach zu klein, um direkt an der NYSE oder Nasdaq ein Listing zu bekommen. Entsprechendes gilt für viele etablierte, aber kleinere ausländische Unternehmen, für die der OTC-Markt die einzige Plattform ist, um Zugang zum US-Investor zu erhalten. Denn immerhin gilt der US-Markt als der tiefste und zahlungskräftigste Kapitalmarkt weltweit. Die Anzahl der Pink Sheets, die es schaffen, die strengen Anforderungen für ein Uplisting an eine der Hauptbörsen wie NYSE, Nasdaq oder AMEX zu erfüllen, bewegt sich mit jeweils etwa 10 bis 20 Unternehmen pro Jahr in einem überschaubaren Rahmen. Nebenbei bemerkt, hin und wieder entscheiden sich auch große ausländische Unternehmen für eine US-Notierung an den Pink Sheets. Beispiele hierfür sind unter anderem Nestlé SA, Pink.NSGÜ, Heineken NV, Pink.HINKÖ, Lukoil, Pink.LUKOIL, oder die Volkswagen AG, Pink.VLGÜ.
Nicht alle Pinksheet-Aktien sind also Penny-Stocks, aber fast jeder Penny-Stock wird entweder am OTC oder an den Pinksheets gehandelt. Die oft als Negativfaktor dargestellte geringe Liquidität vieler Penny-Stocks ist in Wirklichkeit gerade ihr größter Vorteil und der eigentliche Motor für viele außergewöhnliche Performance. Während eine an den Hauptbörsen gelistete Aktie praktisch nie in der Lage ist, mehrere hundert Prozent an einem Tag an Kurszugewinn zu verbuchen, ist eben dies bei den volatilen und gering marktkapitalisierten Pennies nicht nur möglich, sondern es passiert auch in schöner Regelmäßigkeit. 7. Der geringe Anteilspreis von Penny-Stocks macht es möglich, eine große Anzahl von Aktien zu einem geringen Preis einkaufen zu können. Relativ kleine Preisbewegungen können dann schon große Auswirkungen auf die Performance haben, natürlich ebenso nach unten wie nach oben. Die Chancen, dass sich eine Aktie, die bei 5 Cent notiert, sehr kurzfristig in ihrem Wert auf 10 Cent verdoppelt, sind im Penny-Stock-Bereich ganz einfach größer und häufiger als bei einer Aktie, die mit 60 Dollar oder mit 240 Dollar notiert ist. Für das Risiko gilt natürlich umgekehrt ebenso entsprechendes. Gerade diese immer wieder sich bietenden, überproportionalen Chancen sind wohl auch der Grund dafür, dass das Interesse am Handel mit Penny-Stocks unaufhaltsam ansteigt. Während 1993 noch ganze 3 Milliarden Aktien am OTC jährlich gehandelt wurden, waren es nur 7 Jahre später 2000 auf dem Höhepunkt des Internetbooms mit 117 Milliarden bereits 40 Mal so viele. 2007 betrug dann das Handelsvolumen sogar 650 Milliarden, Tendenz steigend. Ähnliche Situation auch bei den Pinksheets, dort wurde 2007 mit 769 Milliarden gehandelten Aktien das nach 2006 zweithöchste Stück Volumen erzielt. Der durchschnittliche Preis für eine Pinksheet-Aktie betrug 2007 $0,21. Zum Vergleich, an der Nasdaq wurden 2007 lediglich 545 Milliarden Aktien umgesetzt, allerdings bei weit höheren Durchschnittskursen. Im Mai 2007 haben übrigens die viel geschmähten und doch so stark frequentierten Pinksheets auch ihren Beitrag zu mehr Transparenz und Anlegerfreundlichkeit geleistet. Seither ist es möglich, über zusätzliche Features auf der offiziellen Website zeitnahe und aktuelle Informationen über die an den Pinksheets notierten Firmen zu recherchieren. Über ein Stufensystem, das den Grad an öffentlich bekannten und zugänglichen Informationen über ein Pinksheet-Unternehmen widerspiegelt, kann der Träger, Anleger und Investor dann eine schnelle Vorab-Einschätzung vornehmen. Im Folgenden eine kurze Auflistung des neuen Kategoriensystems. Das neue Pinksheets-Klassifikationssystem. Kategoriebeschreibung. OTCQs die höchste und seriöseste Klassifikationsstufe. Die hier eingestuften Pinksheets können operatives Geschäft vorweisen, legen geprüfte Finanzberichte vor und treten nach außen glaubhaft und etabliert seriös in Erscheinung. Stichwort: Nestle und Volkswagen AG. Emerging Equities List: Die Veröffentlichungen der hier eingeordneten Firmen sind glaubhaft, die Finanzberichte sind nach US-GAAP-Standard geprüft, es kann aber noch das operative Geschäft fehlen. SEC Current: Die Unternehmen reichen regelmäßig Unternehmens- und Finanzberichte bei der SEC ein. Adäquate Current Information: Die Offenlegungen der Firmenverhältnisse umfassen einen niedrigeren Grad. Es besteht keine Notwendigkeit, geprüfte Finanzabschlüsse abzugeben, doch muss von einem Bevollmächtigten die Vollständigkeit der Offenlegung testiert sein. Limited Information Available: Unternehmen, die in den letzten 6 Monaten ein oder mehrere beliebige Filings bei der SEC eingereicht haben. Hier ist bereits erhöhte Vorsicht angebracht. No Information Pinksheets, über die keine Informationen verfügbar sind. Caveat emptor, Bayer bewahre: Unternehmen, die durch unaufgefordert zugegangene Sparaktionen oder fragwürdige Promotionen angepriesen werden oder wurden.
Wenn über solche Firmen zudem noch keinerlei öffentliche Informationen zugänglich sind, wird ihre Notierung auf der Pinksheets-Website blockiert. Achtung! Websites www.ortkp.com www.pinksheets.com www.ortkx.com www.sec.gov Seite der US Securities and Exchange Commission www.sec.gov/edgar.html Seite, über die die Quartals- und Jahresfilings der Reporting Companies am OTC-Markt recherchiert und eingesehen werden können. Deutsche Pläne Stockbörsen Open Market Frankfurt und Berlin. In Deutschland werden Pläne Stocks aufgrund der unkomplizierteren Notierungsbedingungen bevorzugt am Open Market, früher auch als Freiverkehr bezeichnet, dem Pendant zum amerikanischen ORTCP, gehandelt. Im Gegensatz zum regulierten Markt, ist der Open Market ein nicht amtliches, privatrechtliches Segment, das eine Börse zulassen kann, wenn die Wertpapiere weder im regulierten Markt zugelassen oder einbezogen sind und eine ordnungsgemäße Durchführung des Handels und der Geschäftsabwicklung gewährleistet erscheint. Ein Antrag auf Notierung im Open Market gehört zu den einfachsten und schnellsten Wegen an die Börse. Den Antrag dazu stellt ein an der jeweiligen Börse registrierter Handelsteilnehmer in seiner Funktion als Makler zwischen Unternehmen und Börsenbetreiber. Die formalen Voraussetzungen für eine Registrierung sind dabei eher gering. Gefordert werden in erster Linie Angaben darüber, an welchem in- oder ausländischen organisierten Markt bereits Preise für das Wertpapier festgestellt werden. Bei Wertpapieren, die an keinem organisierten Markt gehandelt werden, muss der Antragsteller nähere Angaben über den Emittenten in Form eines von der nationalen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospekts oder Exposés vorlegen, das eine zutreffende Beurteilung ermöglicht. Für Aktienemittenten ist der Open Market ein alternativer Kapitalmarktzugang zu dem EU-regulierten segmentregulierten Markt. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen profitieren von einer einfachen, schnellen und kosteneffizienten Einbeziehung in den Börsenhandel. Etwas mehr Informationen, zum Beispiel gebilligter Wertpapierprospekt, aktueller Handelsregisterauszug, geprüfter Firmenabschluss in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft etc., werden von Emittenten gefordert, die sich über ein Untersegment des Open Market, den SOG, Entry-Standard, potenziellen Investoren präsentieren möchten. Wichtig zu wissen ist in jedem Fall, dass sowohl für den Open Market als auch für den Entry-Standard die EU-Regelungen zum Anlegerschutz nicht gelten, da es sich um keine Börsennotierung an einem organisierten Markt handelt. Beispielsweise wird keine Börsenzulassung benötigt, ebenso wenig besteht die Pflicht zur Publikation von Ad-hoc-Meldungen im Falle kursrelevanter Veränderungen und Neuigkeiten im Unternehmen. Dementsprechend müssen sich Anleger im Open Market und im Entry-Standard daher bewusst sein, dass die verfügbaren Informationen geringer sind und höhere Risiken bestehen. Im Open Market der Börse Frankfurt werden neben deutschen Aktien überwiegend ausländische Aktien, Renten deutscher und ausländischer Emittenten, Zertifikate und Optionsscheine gehandelt. Aktien aus über 60 Ländern sind im Open Market notiert. In Bezug auf Pläne Stocks ist der Open Market in Frankfurt in den letzten Jahren vor allem aufgrund einer enormen Vielzahl notierter Rohstoffexplorationsunternehmen, bevorzugt aus Nordamerika, in den Fokus des deutschen Anlegers und Traders gerückt. Seit etwa ein bis zwei Jahren nutzen nun auch verstärkt Pläne Stocks mit Firmensitz in der Schweiz die Möglichkeiten eines Listings am Open Market in Frankfurt. Deutschland gilt als der weltweit größte Aktienmarkt für kleine Rohstoffwerte. Daher lassen insbesondere viele kleinere Rohstoffunternehmen aus USA und Kanada ihre Aktien gerne so schnell wie möglich im Frankfurter Freiverkehr notieren. Man verspricht sich dadurch verstärkt Publicity und einen liquiden Handel.
Liquider Handel wiederum führt zur Liquidität des Unternehmens und, bei guter und regelmäßiger Publicity, zu der Möglichkeit, Kapitalerhöhungen zu höheren Preisen durchführen zu können. Meist befinden sich diese kleinen Rohstoffunternehmen noch im Explorationsstadium, das heißt, man ist gerade einmal mit den Probebohrungen, oftmals auch erst mit den Vorbereitungen der Probebohrungen oder mit Kapitalbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt. In solchen Stadien dauert es normalerweise noch einige Jahre, durchschnittlich zwischen 3 und 10 Jahren, bis das Unternehmen wirtschaftlich arbeiten und fördern kann. Das setzt aber bereits voraus, dass die Explorationstätigkeiten am Anfang erfolgreich waren und das Unternehmen auch Jahre später noch am Markt ist, was bei den meisten eben nicht mehr der Fall ist. Gerade im frühen Anfangsstadium sind professionelle Analysen über das Potenzial der Explorationsprojekte eines kleinen Rohstoffunternehmens Mangelware, das Geschäft lohnt sich ganz einfach nicht für die bedeutenden Researchhäuser. Als Folge davon sehen sich viele dieser Firmen gezwungen, sich die Gutachten selbst zu kaufen, um sie anschließend über PR-Agenturen zu streuen. Damit eine Aktie in den Freiverkehrbörsenhandel starten kann, muss ein Maklerunternehmen sie am jeweiligen Börsenplatz betreuen. Die betreuenden Makler sind dabei in der Regel nicht über unternehmensinterne Hintergründe, Produkte oder Tätigkeitsfelder des Unternehmens informiert. Für sie spielt es keine Rolle, ob ein Unternehmen als gut oder schlecht wahrgenommen wird, relevant ist für den Makler nur, für einen ordnungsgemäßen Handel eines Papiers zu sorgen. Jeder deutsche Makler kann dabei für sich entscheiden, ob ihm die Transparenz eines amerikanischen OTC-notierten Pienestocks ausreichend ist, um ihn in Deutschland zum Handel anzubieten, oder ob er davon Abstand nehmen möchte. Abhängig sind die Makler in dieser Entscheidung wiederum von den Börsenbetreibern. So erlaubt beispielsweise die Börse Frankfurt nicht nur das deutsche Listing von OTC-notierten US-Pienestocks, sondern ebenso von Pinksheet-Unternehmen. Dagegen werden an der Börse Berlin-Bremen ausdrücklich aufgrund der fehlenden Transparenz keine Pinksheet-Aktien gehandelt. Für die Werte des OTC Bulletin Board sieht man dagegen die Voraussetzungen für den Handel in Berlin als erfüllt an, da die Unternehmen an ihrer Heimatbörse ein Zulassungsverfahren durchlaufen haben und sie so den Folgepflichten ihrer Heimatbörse unterlegen, wie es Eva Klose, die Sprecherin der Berliner Börse in einem Gespräch am 10.11.06, VDI Nachrichten, ausdrückte. Entschieden werde nicht, welche Aktien in den Handel gelangen, sondern ob der Handel für eine Aktie aufgenommen wird. Wir prüfen formale Kriterien, und wir sorgen anschließend für den ordnungsgemäßen Handel gemäß den Regularien und Börsenvorschriften, so Klose. Mit über 18.000 Aktien, darunter mehr als 13.000 ausländische aus mehr als 60 Ländern, ist die Börse Berlin-Bremen der bedeutendste Spezialmarkt für ausländische Werte unter den deutschen Börsen. Der in Berlin sehr umfassende Freiverkehr ermöglicht es dem deutschen Anleger, viele ausländische Aktien zu Konditionen handeln zu können, die für deutsche Anleger in Sachen Gebühren günstiger sind als ein direkter Handel an der Hauptbörse der Aktie. Dies gilt vor allem für zahlreiche osteuropäische und asiatische Titel, die in Berlin gehandelt werden und an den Heimatbörsen nur mit teurem Gebührenaufwand handelbar wären. Eine Besonderheit der Börse Berlin-Bremen ist zweifellos das offene Orderbuch, anhand dessen der Interessent online und in Echtzeit den Handel und die Ordertiefe eines Wertpapieres mitverfolgen kann. Websites: http://börsefrankfurt.com, www.berlinerbörse.de/Potenzial und Faktoren. Das Potenzial eines aktiv gehandelten Pienestocks kann schwindelerregend groß sein.
Die meisten Fluktuationen im Anteilspreis eines Penestocks ereignen sich übrigens in den Spannen 0,0001-0,0035-0,05-0,0005-0,0001-0,0006-0,0006-0,0006-1,0-3,0-3,0-5,0. Im Folgenden sehen Sie eine kleine Auswahl an Beispielen für HAT und Penestocks, die Intraday, also innerhalb nur eines Handelstages, mehrere hundert oder gar 1000% Kurssteigerung erreichen konnten. Das vierbuchstabige Kürzel bezeichnet das US-Symbol, unter dem die Aktie gehandelt wird, Schrägstrich wurde. Haben Sie so etwas schon einmal bei einer Allianz oder einer Telekom-Aktie gesehen? Was sind nun eigentlich die wichtigsten Faktoren, auf die der Aktienmarkt unter bestimmten Marktbedingungen reagiert? Grob kategorisiert kann man generell folgende Einflussfaktoren festhalten. Erstens, das Volumen bzw. die Handelsaktivität einer Aktie. Zweitens, das Investoreninteresse. Drittens, aktuelle Unternehmensnachrichten und Fundamentaldaten. Viertens, das Momentum einer Aktie. Fünftens, die Market Maker. Sechstens, charttechnische Aspekte. Siebten, Bedingungen, die durch das Branchenumfeld determiniert werden. Für den Neuling auf dem Börsenparkett ist es unabdingbar, den Umgang mit diesen Faktoren zu lernen, um daraus eigenverantwortlich und möglichst unabhängig seine Investmententscheidungen treffen zu können. Darüber hinaus sollte man sich immer im Klaren sein, mit welcher Strategie und Erwartungshaltung man in einen Penny-Stock investiert, sprich, suche oder sehe ich das langfristige Entwicklungspotenzial bei der Penny-Aktie oder fokussiere ich mich auf einen ganz kurzfristigen Trade, der im Idealfall am gleichen Handelstag möglichst mit Gewinn schon wieder beendet wird, beziehungsweise maximal auf 1 bis 3 Tage angelegt ist. Der Reiz und Vorteil bei der kurzfristigen Variante besteht darin, dass die Notwendigkeit einer ausführlichen Analyse im Vorfeld bei weitem nicht in dem Maß gegeben ist, als wenn mein Zeit- und Investmenthorizont langfristig ausgelegt ist. Für ein langfristiges, das heißt Minimum ein Jahr, Investment in Penny Stocks kommen vielleicht nur etwa 2% aller Penny-Aktien in Frage. Die für ein langfristiges Investment nötige Recherche sollte dann auch möglichst alle UG7 Marktfaktoren einschließen, insbesondere mit den Fundamentaldaten, Analyse der Bilanz, des Cashflow, des Kurs-Gewinn-Verhältnis, der Branche etc. Sollte man sich vertraut gemacht und das jeweilige Unternehmens einer grundlegenden technischen Analyse, Chart, Candlesticks, Uptrend-Downtrend etc., unterzogen haben. Viel unkomplizierter und variabler ist es dagegen, sich auf kurzfristige, Intraday, 1 bis 4 Tage, und mittelfristige, 1 bis 4 Wochen, Zeithorizonte bei Penny Stocks zu verlegen. Ein großer Vorteil dabei, es genügt oft die Konzentration auf das Momentum. Das Momentum setzt sich beim Penny-Stock-Handel aus den Faktoren Volumen, Preis und Boots zusammen. Volumen meint das Handelsvolumen, ein plötzlich anziehendes und um ein Vielfaches höheres Handelsvolumen als sonst üblich, erzeugt ein starkes Momentum, es beginnen sich viele potenzielle Käufer für die Aktie zu interessieren, was den Preis meist stark steigen lässt. Unter Boots wird das generelle Interesse an einer Aktie in Internetforen verstanden, das heißt, das Boots ist umso größer, je mehr eine Aktie in den Fokus vieler Interessenten gerät, je mehr über eine Aktie in den Foren diskutiert wird, je mehr kurstreibende Gerüchte oder Unternehmens-PFTs in Umlauf sind und Anlass zu Spekulationen bieten. Natürlich soll auch nicht verschwiegen werden, dass bei allen Chancen ein Penny-Stock-Investment meist auch mit überproportionalen Risiken verbunden ist. Jedem muss klar sein, dass in einem Markt, in dem an einem Tag einige 100% verdient werden können, ebenso gut der Einsatz über Nacht komplett verloren werden kann.
Viele Pienestock-Unternehmen haben kein oder nur ein sehr geringes Arbeitskapital bzw. Vermögen. Viele befinden sich Wochen, Monate oder gar Jahre in einem Stadium der Entwicklung, bevor die ersten nennenswerten Erträge erwartet werden können. Viele melden schon, bevor die ersten Umsätze generiert werden können, wieder Insolvenz an, die Aktien im Depot sind dann wertlos. Bitte vergessen Sie daher nie, dass der Small Cap bzw. Pienestock-Sektor im Vergleich zu den großen Hauptbörsen wie NYSE oder Nasdaq durchaus als eine Art wilder Westen betrachtet werden kann und daher sicher nicht für jede Anleger-Mentalität in Frage kommt. Verwenden Sie bei etwaigen Investments in diesem Bereich daher auch nur Kapital, dessen potenziellen Verlust Sie ohne größere Probleme kompensieren können und auf das Sie nicht unmittelbar angewiesen sind. Bei all dem vorhandenen Risikopotenzial ist es jedoch wichtig zu sehen, dass man dieses Risiko eben deutlich minimieren und die Chancen auf wirkliche Pienestocktreffer massiv erhöhen kann, wenn man über die entsprechenden Hintergrundkenntnisse und Informationen verfügt und weiß, wann und wie man kaufen und wann man verkaufen muss. Die Relation beträgt etwa 20:80, das heißt, auf einen gewinnbringenden Trade kommen durchschnittlich 4 Verlusttrades. Was zu lernen ist und was gelernt werden kann, ist, den Buchverlust der nicht erfolgreichen Trades von Anfang an so gering wie möglich zu halten und die erfolgreichen Trades in ihrem vollen Potenzial zu nutzen. Denn Fakt ist, mit einem gelungenen Pienestock-Trade können Sie ein Vielfaches an dem verdienen, was Sie durch fehlgeschlagenen Trades zuvor verloren haben. Beispiel TechAlt Inc. Pink.TCLT. Mitte Januar 2008, auf dem Höhepunkt des Zusammenbruchs an den Weltbörsen. Hätten hier aus bescheidenen 500 Euro stolze 36.250 Euro werden können. Es dürfte klar sein, dass Ihnen in so einem Fall auch ein Totalverlust in, sagen wir, 9 weiteren Pienestocks mit je 500 Euro Investition kein weiteres Kopfzerbrechen machen würde oder fundamentale Begriffe Aktienstruktur und Marktkapitalisierung. Die Zahl der Autorizierten bedeutet die maximale Anzahl an Aktien, die ein Unternehmen ausgeben kann. Ein Unternehmen autorisiert geläufigerweise eine höhere Anzahl an Aktien als zunächst in Umlauf gebracht, um sich die Möglichkeit der Ausgabe neuer Aktien für die Zukunft offen zu halten. Durch Beschlussfassung der Aktionäre kann ein Unternehmen die Anzahl der Autorisierten Shares erhöhen. Als Outstanding Shares wird die Anzahl jener Aktien bezeichnet, die vom Unternehmen ausgegeben worden sind. Alle ausgegebenen Aktien, egal, ob frei handelbar, restricted, eingefroren oder hinterlegt, sind Teil der Outstanding Shares. Der Float ist die Anzahl der ohne Restriktionen frei handelbaren und sich im Markt befindenden Aktien. Restricted Shares werden demnach dem Float nicht zugerechnet, sie können aber Teil des Floats werden, sobald ihre Restriktion aufgehoben worden ist. Restricted Shares sind meist für einen Zeitraum von einem Jahr, manchmal auch 2 Jahre, vom freien Handel gesperrt. Die Marktkapitalisierung eines börsennotierten Unternehmens berechnet sich aus der Anzahl der Outstanding Shares multipliziert mit dem aktuellen Börsenkurs der Aktie. Die Marktkapitalisierung gibt letztlich darüber Auskunft, wie hoch die Marktteilnehmer den Wert eines Unternehmens inklusive seiner Vermögenswerte, etwaiger Patente, Rechte, Logos, Produkte, Vermarktung etc. einschätzen. Die Anzahl der Outstanding Shares und des Floats verändert sich bei Pienestocks fast kontinuierlich infolge von Faktoren wie Insiderverkäufen, eigenkapitalbasierenden Akquisitionen, Reverse Splits, Forward Splits, Rex Filings, Privatplatzierungen oder Schuldnerzahlungen. Nicht selten soll es schon vorgekommen sein, dass Pienestock-Companies sogar ihre Telefonrechnung mit Aktien bezahlt haben. All diese Aktionen von Unternehmensseite betreffen letztlich auch die Aktionäre. Jedes Mal, wenn ein Penny-Unternehmen dilutive Maßnahmen ergreift und neue Aktien ausgibt, verringert sich der prozentuale Anteil eines Aktionärs, den dieser an dem Unternehmen besitzt.
Viele Panis sind über die Jahre hinweg von der Unternehmensführung dermaßen verwässert worden, dass es schon eines x Millionen Dollar schweren Kaufdrucks bedurfte, um den Kurs einmal signifikant nach oben zu bewegen. Daher sollte vor einem über den kurzfristigen Horizont hinausgehenden Penny-Stock-Investment vor allem neben den Fundamentals auch die Aktienstruktur und eine eventuelle Reverse-Split-Historie recherchiert werden. Als ideal für vielversprechende, positive Kursentwicklungen können Penny-Stocks gelten, die keine Reverse-Splits hinter sich haben und über eine geringe Anzahl an Outstanding Shares, zum Beispiel 15 Millionen, und Float, zum Beispiel 10 Millionen, verfügen. Daneben schadet es sicher nichts, wenn man Angaben über die Aufhebung des Verkaufsverbotes von Restricted Shares kennt, denn oft setzt an solchen Stichtagen ein großer Abverkauf ein, der den Float anwachsen und den Kurs sinken lässt. Risiken und Gefahren. Faktoren für Verluste. Dilution. Unter Dilution, im Deutschen etwa mit Kapitalverwässerung, zu übersetzen, versteht man die Ausgabe neuer Aktien zum Zwecke der Kapitalerhöhung durch ein Unternehmen. Die Ausgabe neuer Aktien erhöht die Anzahl der Outstanding Shares sowie meist auch den Float. Durch die Ausgabe neuer Aktien wird der prozentuale Anteilsbesitz eines Aktionärs an einem Unternehmen verringert, das heißt, der Altaktionär erleidet in der Regel zunächst einmal einen Wertverlust, sofern keine kompensatorische Ausgabe von Bezugsrechten für die Altaktionäre damit einhergeht. Eine unmittelbare Folge der Ausgabe von neuen Aktien ist eine Reduzierung des Gewinnes je Aktie, englisch Earnings per Share. Der Gewinn je Aktie dient der Beurteilung der Ertragskraft einer Aktiengesellschaft. Dies gilt jedoch nur sehr eingeschränkt für ortgenotierte Unternehmen und noch weniger für Pink Sheets. Diese verfügen meist über keine derartigen Kennzahlen, weil sie nur sehr selten überhaupt schon Gewinne erwirtschaften. Eine hauptsächliche Einkommensquelle für diese Unternehmen besteht daher in der Ausgabe und dem Verkauf von Aktien. So können laufende Kosten beglichen und das Unternehmenswachstum gefördert werden. Grundsätzlich muss natürlich eines ganz klar gesagt werden: Alle börsennotierten Unternehmen dilutieren, sie müssen sogar dilutieren, würden sie es nicht tun, was wäre dann der Sinn eines IPO, eines Going Public, dessen Zweck ja gerade die Ausgabe bzw. der Verkauf von Aktien ist? Ein IPO hat ja gerade auch den Zweck, das Unternehmenswachstum zu fördern und zu unterstützen. Was hier ein im Sinne der Aktionäre vorgehendes Unternehmen von einem sich lediglich an den Aktionären bereichernden Unternehmen unterscheidet, ist ganz einfach die Art und Weise, wie man notwendige Dilution mit dem Wachstum des Unternehmens verbindet. Gerade hier wird aber gerade von Seiten am OTCP und an den Pink Sheets notierter Companies sehr gerne Schindluder zu Ungunsten des Aktionärs betrieben. Aus der Sicht des Unternehmens gesehen ist Dilution auch an der OTC oder bei den Pink Sheets ein völlig normaler, allseits akzeptierter und wie schon gesagt, notwendiger Vorgang. Der Verkauf von Aktien generiert den Cash, der für das Wachstum benötigt wird. Aus der Sicht des OTCP oder Pinksheet-Aktionärs jedoch werden alle Vorgänge, die nur im entferntesten nach Dilution riechen, negativ bewertet. Warum? Weil einerseits der Hardstock- oder Penny-Stock-Aktionär meist kein langfristig orientierter Investor ist, sondern ein sehr kurzfristig orientierter Trader. Andererseits empfiehlt sich der Bereich der Hardstocks und Pennies aufgrund der großen Risiken und der jederzeit drohenden Möglichkeit eines Totalverlustes auch nicht gerade für ein Langfristinvestment. Viele dieser Companies nutzen zudem die Freiräume, die ihnen immer noch trotz mittlerweile verschärfter Regularien offen stehen, und benutzen die Firma oftmals nur noch dazu, in regelmäßigen Abständen neue Aktien zu drucken und auf den Markt zu werfen. Dadurch ist der Begriff Dilution im Penny-Stock-Sektor mittlerweile geradezu gefürchtet und mit einer magisch bedingter Trendstrich destruktiven Energie beladen, so dass alleine der in einem Message-Board geäußerte Dilutionsverdacht dazu führen kann, den Kurs einer Aktie binnen Minuten massiv zum Einsturz zu bringen.
Maßnahmen zur Kapitalerhöhung, Increase of Capital Stock. Bei OTCP und Pinksheets Aktien werden in 99% aller Fälle von der Trader- und Investorengemeinde als negativ bewertet. Sie bedeuten die Ausgabe neuer Aktien und somit ein Anwachsen der Outstanding Shares und des Floats. Kapitalmaßnahmen bei OTCP Stock sind in 99% der Fälle mit Dilution verbunden und verursachen fallende Kurse, sehr häufig über einen längeren Zeitraum. Beispiel JC Data Solutions, Pink.JCDS. Hier ist recht schön zu sehen, wie das Bekanntwerden einer höheren Anzahl an Outstanding Shares gemeinhin bewertet wird, nachdem der Kurs von JCDS in den vorangegangenen Tagen und Wochen stark gestiegen war, wurde Ende Januar/Anfang Februar 2008 bekannt, dass das Unternehmen zusätzliche 350 Millionen Aktien für Unternehmensinsider ausgegeben und damit die Anzahl der Outstanding Shares um mehr als das Doppelte auf 620 Millionen erhöht hatte. Daraufhin setzte unter großem Volumen eine massive Verkaufswelle ein, die den Kurs innerhalb von 2 Handelstagen um bis zu 75% an Wert verlieren ließ. Reverse Splits. Unter einem Reverse Split, RS, wird die Zusammenfassung mehrerer Aktien zu einer einzigen verstanden. Häufig werden RSS durchgeführt, um einem drohenden Delisting zu entgehen, beziehungsweise wenn das Kursniveau einer Aktie einen sehr niedrigen Stand erreicht hat. Bei einem RS verringert sich die Anzahl der Outstanding Shares, der Marktwert bzw. die Marktkapitalisation bleibt hingegen gleich. Beispielsweise bedeutet ein 1.2 RS eine Halbierung der auf dem Markt befindlichen Aktienanzahl bei gleichzeitiger Verdoppelung des Aktienpreises. Auf dem Papier ist ein RS zunächst einmal nur kosmetischer Natur, bei den Bluechips und Standardwerten wird er sogar als äußerst positiv, weil kurssteigernd angesehen. Ganz anders dagegen im OTCP und Pinksheet-Bereich, dort hat ein RS fast immer einen negative, psychologischen Effekt und einen endbedingter Trendstrich sprechenden Kursverlauf zur Folge. Am OTCP und in den Pinksheets ist ein RS normalerweise der Beginn einer neuen Verwässerungswelle, Dilution. Erst wird die Anzahl der Aktien verringert, der Kurs optisch erhöht, dann werden neue Aktien zum höheren Preis ausgegeben, der Kurs sinkt in der Folge meist drastisch. Ein RS am OTCP oder in den Pinksheets ist daher normalerweise ein sehr sehr schlechtes Zeichen. Beispiel Müller Media, Pinksheets. Angenommen, Sie hätten am 25.04.07 5 Millionen Aktien von Müller Media im Wert von $1.500, Kurs zu diesem Zeitpunkt $0,0003, die Kurse im Chart sind Reverse Split bereinigte Kurse, gekauft. Zwei Tage später nach dem 1.1000 RS hatten Sie dementsprechend 5000 Aktien in Ihrem Depot eingebucht. Am Freitag, 5.10.07 erfolgte der nächste RS im Verhältnis 1.5000, aus Ihren 5000 Aktien verblieb also jetzt nur noch eine einzige im Depot. Am Montag 8.10.07 lag der Kurs von Müller Media, das mittlerweile als zu China Yangtze Golden Horse Stahlball Inc., Symbol CJGH, geworden war, bei einem $1.50. Am 16.11.07 notierte die Aktie bei 55 Cent. Ihre $1.500 wären also innerhalb eines halben Jahres durch zwei Reverse Splits zum Totalverlust mutiert. Market Maker. Market Maker sind Börsenmakler, die für eine Aktie die Geld- und Briefkurse, englische Bid und Ask, stellen. Das Bid stellt die Kaufgebote, das ESC die Verkaufsangebote für eine Aktie dar. Market Maker, MM, haben ganz besonders im Bereich der OTCP und Pinksheet Pene Stocks die Möglichkeit, bei Tradern und potenziellen Investoren durch bestimmte Handelstechniken den Eindruck zu erwecken, als würde bei einem bestimmten Pene das Volumen ansteigen und der PPS zum Sprung auf neue Kurshöhen ansetzen. Meist handelt es sich jedoch nur um zeitlich sehr kurzfristige
und begrenzte Kurszuwächse, bevor das fragliche Papier, oft wieder unter Beihilfe der MM, zu alten Tiefen zurückkehrt. Insbesondere wenn nur sehr wenige oder sogar nur ein einziger Market Maker für einen OTC-Wert die Kurse stellen, sind Penny Stocks für Preismanipulationen geradezu prädestiniert. Eine sehr gängige MM-Praxis besteht beispielsweise darin, eine sehr große Menge einer Penny-Aktie zu sehr billigen Preisen einzusammeln und fortan zurückzuhalten. Durch den Einsatz starken Kaufdruck verursachender Verkaufstechniken erzeugt der MM einen Hype um den Penny, der eine Menge neuer Käufer anlockt. Der Preis steigt fortan so lange, bis das Volumen aufgrund des Ausbleibens neuer Käufer austrocknet. In der Folge bricht der Kurs der Aktie wieder stark zusammen. Häufig praktizieren MM während eines starken Intraday-Anstiegs auf dem TH Naked Short Selling. Hierbei handelt es sich quasi um fingierte Leerverkäufe. Auf einem niedrigeren Niveau kaufen die MM die Shares dann wieder zurück. Oft wird unter den MM eine sehr kleine Stückzahl an Shares gedreht, um den Kurs in die ein oder andere Richtung zu bewegen. Bei Pennies mit 1 bis 2 Nachkommastellen ist das gerne die Stückzahl 100, bei Pennies mit 4 Nachkommastellen die Stückzahl 10.000 oder 100.000. Man beachte, 100 Stück einer Aktie zum Kurs von 0,1 ergeben einen Gegenwert von 10.000 Stück. Eine Aktie beim Kurs von 0,0001 ergeben einen Gegenwert von 1. Davon müssen bei einem Normalinvestor noch die Ordergebühren abgezogen werden. Der Kurs wird mit geringen Stückzahlen nach unten bewegt, wenn der MM einen Shakeout provozieren möchte, weil er zum Beispiel Shares benötigt. Umgekehrt wird mit geringen Ordergrößen nach oben gearbeitet, wenn der MM Shares abverkaufen will. Aktienspam. Unter Spam werden massenweise unaufgefordert verschickte E-Mails verstanden. Da Spams billig und einfach in Umlauf zu bringen sind, bedienen sich ihrer auch im Investmentbereich zunehmend mehr Internet-User in betrügerischer Absicht, um gezielt Falschinformationen über spezielle Bulk-E-Mail-Programme zu streuen und so Aktienkurse, bevorzugt von Penny Stocks, zu manipulieren. Auf diese Weise können Millionen von Usern im Web gleichzeitig erreicht werden. Eine wissenschaftliche Studie der Professoren Laura Elfrieda, University of Purdue und Jonathan Zittrain, Oxford University, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Spam-Mails, die den Empfänger zum kurzfristigen und schnellen Kauf von Wertpapieren überreden wollen, tatsächlich nachweisbare Wirkung auf die Aktienkurse haben. Im Großteil der Fälle handelt es sich bei den Aktien um Pink Sheets, die also nicht an den großen Börsen gehandelt wurden und meist illiquides Volumen hatten. Insgesamt wurden an die 300 Wertpapiere in Mails empfohlen. Als maßgeblicher Stichtag für die Datenerhebung wurde jener Tag bestimmt, an dem die meisten Nachrichten eines Typs empfangen wurden. Das Ergebnis war, dass an eben jenem Tag die Wahrscheinlichkeit um 13 Mal höher war, dass diese Aktie der am stärksten gehandelte Pink Sheet war, als an den Tagen, an denen sie nicht via Spam promotet wurde. Die durch die Spam-Aktionen erhöhte Liquidität und das größere Volumen sind entscheidend für den Erfolg der Spam-Initiatoren. Bei Volumenhöchststand verkaufen sie ihre vor der Werbeaktion erworbenen Anteile und können so einen satten Gewinn erzielen. Die später eingestiegenen Anleger jedoch müssen mit Verlusten rechnen, denn obwohl am nächsten Tag der Kurs meist noch am selben Level blieb, war laut Studie am Tag darauf die Rendite um 5,9% niedriger als jene vergleichbare Aktien. Aktienscams. Während Spam-Aktionen häufig von Privatpersonen oder von nur mittelbar mit dem beworbenen Unternehmen in Verbindung stehenden Personen getätigt werden, kann ein Aktienscam sehr häufig direkt vom Unternehmen lanciert sein. Beispielsweise mittels der eigenen PR-Veröffentlichungen oder mittels in Auftrag gegebener Analysen von Promotionsfirmen. Es gibt verschiedene Methoden, wie Penny Stocks versuchen,
sich in ein möglichst positives Licht beim Investor zu stellen. Oft werden bezahlte PR-Unternehmen beauftragt, eine Analyse des Unternehmens vorzunehmen. In diesen Analysen wird selbstverständlich nur Positives über das Unternehmen erwähnt. Auch Stock-Newsletter werden hin und wieder gegen Bezahlung angeheuert, um die Firma zum Kauf zu empfehlen. Es ist wichtig zu wissen, dass den Advertising- und PR-Unternehmen das Entgelt häufig in Form von sofort frei handelbaren Aktienanteilen bezahlt wird. Das heißt, dass diese PR-Firmen in der Regel ihre erhaltenen Aktien genau dann in den Markt abverkaufen, wenn sie am lautesten die Werbetrommel für den jeweiligen Penny-Stock rühren. Nach einem kurzen Anstieg des Kurses stürzt selbiger dann meist genauso schnell wieder ab. Siehe auch Pump und Dump. Ebenso oft geben Penny-Stock-Companies mit Vorliebe Pressemitteilungen heraus, in denen auf möglichst unkonkrete Weise die fantastischen Zukunftsaussichten des Unternehmens geschildert werden. So werden beispielsweise gerne Vergleiche mit der Branche, in der das Geschäftsmodell angesiedelt ist, angestellt. Man teilt in der PR dann mit, wie viel Umsatz die Branche jährlich macht und deutet zugleich an, dass die Firma alle Chancen habe, ein unglaublich großes Wachstumspotenzial und starken Umsatz zu entfachen. Konkrete Zahlen über Aufträge, Umsätze etc. sucht man aber in solchen PRs meist vergebens. Andere Varianten sind PRs, die eine Veränderung in der Besetzung der Geschäftsführung, Board of Directors, oder die Installation eines neuen Telefonanschlusses im Büro in XY City mitteilen, Achtung Ironie. Das heißt, es lohnt sich in jedem Fall, einen News oder PR in Ruhe und etwas genauer zu lesen. Oft werden darin ganz einfach nur Belanglosigkeiten mitgeteilt, die überhaupt keine Rückschlüsse auf die Substanz und auf die Ernsthaftigkeit der Unternehmung zulassen. Oft sind solche PRs für einen äußerst kurzfristigen Hype gut, meist fällt aber bei derartigen PRs der Kurs innerhalb von Stunden wieder auf das Ausgangsniveau zurück bzw. endet er häufig sogar im Minus. Kommen solche PRs regelmäßig vor und gibt es darüber hinaus auch noch Hinweise auf fortwährend exzessive dilutive Maßnahmen, dann liegt nicht selten der Verdacht auf der Hand, dass das Unternehmen weniger an der Etablierung seines Geschäfts interessiert ist, als vielmehr am Abzocken der Anleger. Pump und Dump. Unter Pump und Dump versteht man das wohl bekannteste Scam-Schema, bei dem mittels aggressiv vorgebrachter Empfehlungen versucht wird, den Preis einer Aktie in die Höhe zu treiben. Die Empfehlungen, bzw. das Pumping oder Pushing, werden meist in Internetforen, über spezialisierte Promotionfirmen und Newsletterverteiler oder sogar über anonym versandte E-Mails getätigt. Sehr häufig beruhen alle Angaben zum jeweiligen Unternehmen auf einer Kombination aus Fakten, Gerüchten, falschen Behauptungen und Spekulationen. Fundamentaldaten und technische Analyse spielen meist keine Rolle. Meist haben die Initiatoren solcher Aktionen bereits lange zuvor zu günstigen Kursen eingekauft. D.H. Sie haben Frontloading betrieben. Nun sind sie daran interessiert, verstärkt Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Pläne zu lenken und damit das Volumen anzukurbeln. Dies passiert über Pumping Messages in Chatrooms und Foren, über gekaufte PR-Artikel und mittels lancierter Pressemitteilungen, die sehr optimistische Prognosen enthalten. Mit großem Enthusiasmus wird dann die Botschaft von einer ganz außergewöhnlichen Aktie verbreitet, die über ein ganz außergewöhnliches Geschäftsmodell verfüge, bei der tolle News unmittelbar bevorstünden, die völlig unterbewertet sei und die folglich unmittelbar davor stünde, zu einem ganz nachhaltig großen Kurssprung anzusetzen, weil sie bisher lediglich den Insidern und noch nicht der breiten Investorengemeinde bekannt gewesen sei und so weiter. Nach dem Kalkül der Drahtzieher sorgt das so anwachsende Volumen dann für steigende Kurse, zu denen die billig eingekauften Shares dann teuer abverkauft werden können, Dumping. Was dann naturgemäß zu fallenden Kursen führt. In der Regel bleibt der unbedarfte und auf dem Höhepunkt des Hypes eingestiegene Spekulant auf der Strecke.
während die Insider ihre Shares mit 100%, 200% oder gar 1000% Gewinn abverkauft haben, bleibt jener mit einem kräftigen Minus auf seinen Aktien sitzen. Warum? Weil ihm das Wissen um die Marktmechanismen fehlt und weil es aus psychologischen Gründen eben sehr schwer ist, sich kurzfristig einen Trading-Fehler einzugestehen und bei 20% oder noch mehr Minus diszipliniert die Reißleine zu ziehen. Im Prinzip ist das alles kein Problem, solange Sie selbst auch noch einen Gewinn aus dem so entfachten Hype um einen Pienestock mitnehmen können. Aber Sie sollten sich eben immer der Mechanismen im Pienestockmarkt bewusst sein und tunlichst zu vermeiden suchen, eine emotionale Liebe zu einem Pieny zu entwickeln. Eine solche Liebe wird Sie am Otkp und bei den Pinksheets in 99% aller Fälle zu einem annähernden oder kompletten Totalverlust führen. Insbesondere, wenn es sich um eine Pump- und Dump-Aktie ohne Substanz handelt. Zwar ist Pump und Dump illegal und kann hart bestraft werden, trotzdem werden nur die allerwenigsten belangt, da sich die meisten Aktionen mittlerweile in den anonymen Weiten des Internets abspielen und nur schwer nachweisbar sind. In Amerika sind üblicherweise OTC-notierte Mikro- und Small-Cap-Aktien, eben die Penny Stocks, das bevorzugte Ziel dieser Aktionen, weil sie am leichtesten zu manipulieren sind und weil über Otk-Companies meist nur schwer zuverlässige Informationen recherchierbar sind. Oft haben solche Aktien nur einen sehr geringen Float, das heißt, es genügen schon wenige Käufer, um den Kurs nach oben zu treiben. Nicht selten handelt es sich bei Pump- und Dump-Initiatoren um Unternehmensinsider oder per Aktien bezahlte Promoter, die nun über den von ihnen entfachten Hype ihr Entgelt eintauschen. Damit wir uns richtig verstehen, Pump und Dump ist ein schöner Mechanismus, um einen Hype um einen Pienestock zu entfachen und um an diesem Hype zu partizipieren. Sie dürfen aber nie vergessen, möglichst rechtzeitig die Kurve zu kriegen und Ihre Gewinne mitzunehmen. Wenn Sie einen zu späten Einstiegszeitpunkt erwischt haben und nun merken, dass der Hype nachlässt, der Kurs stagniert und vermehrt Verkäufer auf den Plan treten, dann dürfen Sie nicht zögern, die Reißleine zu ziehen. Auch dann, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit 10% oder 20% im Minus stehen. Obwohl die Aktie zuvor doch fast 1000% an Kurssteigerung zu verzeichnen hatte. Disziplinieren Sie sich in solchen Momenten. Der gnadenlose Abverkauf steht in solchen Situationen unmittelbar bevor und es ist dann umgekehrt viel sinnvoller und risikoloser, hier eine Short-Position einzugehen. Ein Pienestock, der über einige Tage hinweg um bis zu 1000% zugelegt hat, wird sich auf diesem Niveau in den allerwenigsten Fällen noch einmal verdoppeln. Ausnahmesituationen wie zum Beispiel Short Squeezes gilt es natürlich im Hinterkopf zu behalten. Hier geht es aber um Pump- und Dump-Situationen, die sehr schnell wieder verpuffen. Negative Gerüchte. Beispiel FCCN, 5.10.07. Am 5.10.2007 kam vor Handelsbeginn die Meldung über den lang erwarteten Mergervollzug von FCCN mit Arrow. Das Handelsvolumen war anfangs recht hoch, der Kurs pendelte sich intraday jedoch lediglich in eine Seitwärtsbewegung ein, die bereits viele Forum-User im amerikanischen Board mit einem gewissen Unbehagen erfüllte. Um 12.55 Uhr Ortszeit, in Europa kurz vor 20 Uhr, erfolgte dann das erste Posting des Users mit dem programmatischen Namen Downbeat Pumpers, der darin alte Rechtsstreitigkeiten des Arrow-Kellos aufwärmte und auf Steuerschulden und Fehlinvestitionen verwies. Diese Streitigkeiten waren bereits seit 2 Jahren bekannt und aktuell beileibe kein Thema, das direkt mit dem FCCN-Merger in Zusammenhang stehen müsste. Trotzdem verfehlte der im amerikanischen FCCN-Message-Board platzierte Hinweis seine Wirkung nicht, unter panikartig in die Höhe schnellendem Volumen begannen viele, ihre Anteilspakete in den Markt zu schmeißen,
Effekt, ein Intraday-Kurssturz um bis zu 42% bzw. 50% minus vom TH ausgesehen. Das Ganze passierte in diesem Beispiel an einem Freitag, der Kurs konnte sich nach dieser Basher-Attacke nur sehr eingeschränkt erholen, der Rebound kam über die Marke von 0,021 nicht mehr hinaus, SK war dann bei 0,019, was einem Minus von knapp 27% entsprach gemessen an den Erwartungen aufgrund der News-Releases im Vorfeld und der charttechnisch die Tage vorher relativ stabilen Einpegelung im mittleren Bereich der 020ER-Range war das natürlich ein katastrophaler Verlauf. Chancen, Faktoren für Gewinne mit Penny-Stocks. Positive Gerüchte, Short-Squeeze-Situation. Viele, die bisher vielleicht ganz konservativ in deutsche Standardtitel oder Blue Chips investiert haben, können sich womöglich nicht so recht vorstellen, dass für die bisweilen schockierend dynamischen Kursanstiege eines Penny-Stocks weniger die kristallklare Sprache der Bilanzen und Fakten verantwortlich ist, als vielmehr Gerüchte und fantasievolle Spekulationen. Doch genauso ist es im Metier der Herzstocks und Penny-Stocks. Wer sich mit diesem Fakt um Parthaut nicht anfreunden will oder kann, sollte fortan tatsächlich um alles, was einen geringeren Anteilspreis als 5 Dollar oder 5 Euro ausweist, einen großen Bogen machen, denn, es ist ganz einfach so. Das Gerücht, die Spekulation, der Wunschtraum machen und treiben den Kurs eines Penny-Stocks. Der Palette möglicher Gerüchte ist naturgemäß keine Grenze gesetzt. Eine Typologie der populärsten Gerüchte im Penny-Stock-Sektor müsste jedoch vor allem Gerüchte über die Erwartung kurz bevorstehender Unternehmensnews, über bevorstehende Merger und Akquisitionen, Short-Squeeze-Gerüchte und Gerüchte über Reverse-Splits umfassen. Beispiele BigHoop.com, OTC, Pup. Pup war über Jahre hinweg ein praktisch leerer und so gut wie nicht gehandelter Börsenmantel. Am 8. März 2007 tauchten dann plötzlich in amerikanischen Internetforen Gerüchte auf, die von Indizien berichteten, welche auf einen bevorstehenden Reverse-Merger, siehe auch das entsprechende Kapitel weiter unten, also einer Fusion, von Pup mit dem Pinksheet-Unternehmen Kyberhand Robotics schließen ließen. Der Eröffnungskurs notierte an diesem Tag, wie bereits die Tage und Wochen zuvor, auf dem niedrigsten nur denkbaren Niveau, nämlich bei 0,0001. Bis zum 11. März war dann ein Kurs von 0,0009 erreicht. Ab 20. März gesellte sich zum Gerücht über einen potenziellen Reverse-Merger dann plötzlich noch das Gerücht über eine existente, massive Short-Position. Von nun an wurde in den Message-Boards zunehmend häufiger die Frage nach der genauen Anzahl der Authorized Shares, der Outstanding Shares und des Floats aufgeworfen. Es begannen erste Behauptungen zu zirkulieren, die von einem Float von lediglich 20 Millionen ausgingen. Tatsächlich stieg der Kurs daraufhin in den folgenden 4 Handelstagen unter großem Volumen, 1.900.000.000, vom Schlusskurs 0,0005 am 21. März auf bis zu 0,0023 in der Spitze am 27. März zu Handelsbeginn. Sehr bald setzten dann am 27. allerdings starke Gewinnmitnahmen ein, und bereits einen Tag später konnte man Pup wieder zu 0,0005 einkaufen. Nachdem sich dann in den folgenden Tagen die Indizien für das Existieren der Short-Position verdichteten und auch von Unternehmensseite bekräftigt wurden, explodierte am Ostermontag, 9. April, dann der Kurs bis auf 0,004 als Schlusskurs. Am 10. April wurde die Short-Position dann vorbörslich offiziell bestätigt. Der Kurs eröffnete daraufhin mit einem 25% Up-Gap bei 0,005. 20 Minuten später wurde das Tageshoch von 0,007 erreicht, eine Maximalperformance von stolzen 6.900% seit Mitte März. Danach begann bereits sukzessive der Abverkauf, nachdem erste Gerüchte über einen bevorstehenden Trading-Halt durch die SEC aufgekommen waren und fortan immer häufiger diskutiert wurden.
Bereits am nächsten Tag wurden diese Gerüchte von der Handelssuspendierung der Aktie Gewissheit. Der Kurs sackte daraufhin um 50% auf unter $0,002 intraday ab, der SK lag dann bei $0,0024. Reverse-Merger/Shell-Aktien. Ein Reverse-Merger ist eine mittlerweile gerade bei kleineren Unternehmen sehr beliebte Going-Public-Methode, bei der das private Unternehmen ohne ein IPO an die Börse gehen kann. Bei einem Reverse-Merger fusioniert ein noch nicht börsengelistetes Privatunternehmen, der Käufer, mit einem bereits an der Börse gelisteten Mantel, im Jargon als Trading Shell bezeichnet, also einem Unternehmen ohne Geschäftstätigkeit und in der Regel ohne Vermögen und ohne Verbindlichkeiten. Fast die Hälfte der Unternehmen, die an Small Cap Exchanges notieren, gingen per Reverse-Merger public. Bei einem Reverse-Merger unternimmt die Shell Company einen Rekapitalisierungsprozess, in dessen Verlauf Aktien zur Akquise des privaten Unternehmens ausgeben werden können. Diese Aktien werden zum Großteil an das private Unternehmen übergeben, sodass dieses die Kontrolle über das neu formierte Unternehmen behält. Der Börsenmantel wiederum übernimmt nun den Namen des akquirierten Unternehmens. Gleichzeitig findet der Austausch des Board of Directors statt. Durch einen Börsengang versprechen sich die meisten Unternehmen ein größeres Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit und damit an Möglichkeiten, Kapital für die Unternehmensexpansion zu schöpfen. Reverse Merger eignen sich besonders für Unternehmen, die nicht von Venture-Kapitalfirmen protegiert werden und deren Umsätze unter 50 Millionen USD pro Jahr liegen. Shell-Aktien. Hinter einem SIOG. Shell Stock, in den Termini der SEC als Blank Check Company bezeichnet, verbirgt sich ein börsengelistetes Unternehmen, das nicht mehr länger einer Geschäftstätigkeit hinterhergeht, sein Börsenlisting aber nach wie vor aufrecht erhält. Dabei bleiben die Kapitalstruktur als auch der berichtende Status, Reporting Status, gegenüber der SEC unverändert erhalten. Oft sind Shell-Stocks die Überbleibsel in die Insolvenz gegangener oder verkaufter Unternehmen, deren Geschäftsmodell aufgrund von organisatorischen Fehlern oder fehlenden Kapitals scheiterte. Das Ziel einer, salopp formuliert, Shell, zu Deutsch, Muschel, bzw. leere Hülle, ist es irgendwann per Reverse-Merger mit einem privaten Unternehmen zu fusionieren, das ohne den organisatorischen und finanziellen Aufwand eines IPO an die Börse gehen will. Siehe das vorangegangene Kapitel, Reverse Merger. Grundlegend wird zwischen zwei Shell-Typen unterschieden. Reporting Shells, Odd-Cap Shells, und Non-Reporting Shells, Pink-Sheet Shells. Reporting Shells sind Odd-Cap notierte Börsenmäntel, die verpflichtet sind, regelmäßig Quartalsfeilings, 1.0Q-Feiligen, und Jahresabschlussberichte, 1.0K-Feiligen, bei der SEC einzureichen und über Veränderungen bei der Unternehmens- wie Aktionärsstruktur zu berichten. Darüber hinaus finden quartalsweise Buchprüfungen statt. Für den Erwerb einer Odd-Cap-Shell muss der Käufer etwa zwischen $500 und $1 Million hinlegen. Non-Reporting-Shells haben dagegen diese berichterstattenden Verpflichtungen gegenüber der SEC nicht und können folglich kaum in ihren per PR verlautbarten Behauptungen stringent überprüft werden. Eine der wenigen Verpflichtungen für Non-Reporting-Shells besteht darin, innerhalb von 10 Tagen die Nasdaq über formelle Dinge wie Namensänderungen oder Adresswechsel zu informieren. Aufgrund der nicht benötigten Regularien beansprucht ein später ins Auge gefasstes Uplisting ans Odd-Cap eine Unmenge an Zeit und Geld, so müssen alle über die Jahre und bis dato nicht erstellten Filings nun nachträglich zusammengestellt und bei der SEC zur Kontrolle und Abnahme eingereicht werden. Ein später für den Käufer eventuell gewichtiger Nachteil gegenüber dem vergleichsweise günstigen Preis, der meist zwischen $150 und $300 liegt. Non-Reporting-Shells werden über die Pinksheet-Plattform gehandelt. Für den Trader und Investor bedeutet das, dass er sich bei seiner Recherche ein besseres und detaillierteres Bild von der potenziellen Attraktivität des Unternehmens als Reverse-Merger-Partner machen kann,
wenn es sich dabei um eine Reporting- und nicht um eine Non-Reporting-Shell handelt. Pienestock-Shells können sich bei entsprechender Nachrichtenlage, sprich, wenn es Hinweise oder Gerüchte über ihre operative Wiedereinsetzung als Fusionskandidat mit einem noch nicht börsennotierten Unternehmen gibt, kurzfristig als äußerst attraktiv erweisen. Beispiel Plus Solutions, PLSO. Reverse Merger und Shells werden in der amerikanischen Pienestock-Szene landläufig als die lukrativsten Kurzfrist-Investments betrachtet, damit ihnen das meiste Geld in der kürzesten Zeit verdient werden kann. Die in der folgenden Tabelle mit einem grünen Haken versehenen Aktien erreichten ihre Performance als Shell Play oder infolge Reverse Merger News bzw. Gerüchten. Chart Rebounds. Rebounds können nach sehr kurzfristigen und schnellen Kurszusammenbrüchen oder nach einem langanhaltenden, kontinuierlichen Verfall des Kurses einsetzen. Sehr kurzfristige und schnell erfolgende Kurseinbrüche passieren häufig infolge fataler Unternehmensnews oder anderweitig negativer, den Kurs und das Anlegervertrauen belastender Nachrichten. Oft ereignet sich ein starker Rebound, wenn die Ausverkaufsstimmung samt ihrem Verkaufsdruck abklingt und sich ein Widerstand im PPS abzuzeichnen beginnt. Bei diesen kurzfristigen Kurseinbrüchen kann man sich an einem Beobachtungszeitraum von etwa 2 bis 3 Tagen orientieren. Oftmals ist das die Spanne, in der der Kurs konstant und ohne Widerstand fällt. Ein Einstieg während dieses Zeitrahmens läuft immer Gefahr, in das berüchtigte fallende Messer zu fassen. Insbesondere sollte man keinesfalls sofort eine Aktie kaufen, die an einem Tag unter starkem Volumen mehr als 50% gefallen ist. Zwar erholt sich in solchen Fällen das Papier häufig immer etwas von den neu markierten Tiefständen, aber nur, um dann spätestens am nächsten Tag nochmals eine Etage tiefer zu fallen. Nach ungefähr 3 Tagen kann man dann die Situation schon etwas besser einschätzen und oft gut auf einen kurzfristigen Rebound spekulieren, insbesondere, wenn sich charttechnische Widerstandslinien herauskristallisieren und das Handelsvolumen wieder vermehrt von Käufern bestimmt wird. Die Chancen für einen Trade mit schnellen 50 bis 100% stehen dann meist nicht schlecht. Danach sollten Sie aber das Verkaufen, sprich das Mitnehmen Ihrer Gewinne, nicht vergessen. Ein länger währender Kursverfall sollte dagegen ausschließlich mit charttechnischen Indikatoren auf einen möglichen Rebound oder Trendwechsel hin abgeklopft werden, beispielsweise unter Zuhilfenahme der MA, Moving Average, Indikatoren. Aufpassen sollte man nach einem längeren Kursverfall aber, dass ein möglicher Breakout-Versuch der betroffenen Aktie nicht lediglich in einem Dead Cat Bounce versandet. Ein Dead Cat Bounce ist eine zeitlich sehr kurz bemessenes Wiederauferstehen eines Kurses von einem vorangegangenen starken Kursverfall, bzw. von einem Dahindümpeln des Kurses ohne nennenswertes Handelsvolumen. Im Unterschied zu einem erfolgreichen Rebound geht es bei einem Dead Cat Bounce nach dies eher kurzen Hoch von neuem wieder weiter nach unten. Zwei Beispiele für gelungene Rebounds, Beispiel Goldspring Inc. Org.GSPG. Nach einem kontinuierlichen Kursverfall über 4 Jahre von einem Kursniveau von über $1 im Jahr 2004 auf bis zu $0,0004 im September 2007, startete Goldspring, GSPG, ein nordamerikanischer Gold- und Silberexplorer, Ende Oktober 2007 einen unaufhaltsamen Run. Nachdem die Aktie im September/Oktober auf einem Niveau von 0,0004 bis 0,0005 konsolidierte, begann am 24.10.07 das Volumen plötzlich anzuziehen, zu einer Zeit, als auch der Goldpreis stark zulegte. Immer mehr Trader wurden auf das Papier aufmerksam, obwohl es keinerlei Meldungen seitens des Unternehmens gab. Nachdem auch die charttechnischen Indikatoren immer mehr Ausbruchssignale generierten, sprangen immer mehr Pienestock-Trader auf den abfahrenden Zug auf. Gerüchte über eine baldige Wiedereröffnung einer Gold- und Silbermine trieben den Kurs weiter voran.
Bis Mitte Februar 2008 war ein fast ununterbrochener Kursanstieg von bis zu 4.700% zu verzeichnen. Beispiel Winning Brands, Pink.WNBD. WNBD hatte in den 15 Monaten vor diesem sagenhaften Anstieg 99% an Kurswert verloren. Die Aktie war überverkauft und wohl auch ein Opfer von Dilutionsmaßnahmen. Kurz vor Weihnachten 2007, als viele wegen des massiven Kursverfalls bereits mit einem Reverse-Split gerechnet hatten, drehte dann plötzlich die Situation. Das Volumen begann wieder anzuziehen. 10 Handelstage später, Ende des Jahres, waren die ersten 1000% erreicht, die ersten kräftigen Gewinnmitnahmen setzten ein und die Aktie begann sich erstmals zu erholen. Mitte Januar 2008 begann dann der nächste Hype, WNBD stieg innerhalb weniger Tage um weitere 200% bis zur zweiten Konsolidierungsphase. In der dritten Januarwoche, während des extremen Kursverfalls an den weltweiten Aktienmärkten infolge der Subprime-Krise, folgte dann der dritte Schub, der WNBD um weitere ca. 800% in den Himmel hob, was vom Tief im Dezember ausgerechnet eine Maximalperformance von über 10.000% ergab. Hat Stockpsychologie. Der grundlegende Fehler, der letztlich beim Handel mit Aktien die Gewinner von den Verlierern Trend ist. Wahrscheinlich vielen intuitiv bekannt. Die Verlierer verkaufen ihre gewinnbringenden Positionen einfach zu früh und sie halten Haar und sie halten die verlustbringenden viel zu lange. Sie tun dies wohl, weil sie zu sehr davon überzeugt sind, dass ihre Verliereraktien irgendwann wieder zurückkommen werden. Siehe Skizze, hat Stocksackgasse 1. Wenn Sie einen Gewinner im Depot haben, passiert es häufig, dass sie das Papier zu früh wieder verkaufen, weil sie sich entweder von einer volatilen Phase im Kurs nervös machen lassen oder es generell mit der Angst bekommen, einen potenziellen Verlierer eingekauft zu haben. Siehe Skizze, hat Stocksackgasse 2. Interessant ist eine Gegenüberstellung der inneren Glaubenssätze von Börsengewinnern und Börsenverlierern, es handelt sich im Wesentlichen um die Ergebnisse einer Studie von Professor Teranka Odeon, University of California. Börsengewinner, Börsenverlierer. Die Märkte bieten mir eine Gelegenheit, wenn ich so lange warte, bis mir der Markt die Bedingungen schafft, damit ich meine Strategie umsetzen kann, werde ich den Zug verpassen. Die Märkte existieren, um mir Profit zu verschaffen, der Markt ist korrupt. Wenn ich ausgestoppt worden bin, muss ich meinen Trade nochmals analysieren. Wenn ich ausgestoppt worden bin, habe ich einfach Pech gehabt. Wenn der Markt sich nicht so verhält wie von mir erwartet, muss ich meine Einschätzung nochmals überdenken. Die Market Maker haben mich wieder gelinkt. Ich werde einen Trade zu gegebener Zeit eingehen. Ich muss genau jetzt am Marktgeschehen teilhaben. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss nur mein Bestes geben. Ich bin ein Idiot, wie konnte ich nur Geld verlieren? Geld ist nicht das Entscheidende. Ich habe Recht gehabt, sobald ich meinen Profit eingestrichen habe. Verlieren ist ein notwendiger Bestandteil des Prozesses, um zu gewinnen. Wenn ich diesen Trade nicht erfolgreich abschließe, bin ich ein Verlierer. Trading ist ein Spiel, ich weiß, ich kann gewinnen, ich kann kein Geld verlieren. Aus jedem Rückschlag lässt sich gewinnbringend lernen, ich kann keinen Verlust akzeptieren. Daraus ergibt sich der unterschiedliche Charakter von Gewinnern und Verlierern. Börsengewinner, Börsenverlierer. Zieht Freude und Genugtuung aus seinem Trading, findet sich in einem engen Glaubenssystem gefangen. Wird nicht hauptursächlich durch das Geld motiviert, will möglichst schnell an der Börse ein Vermögen machen. Überzeugt, dass man an der Börse Geld machen kann, zögert oft, bevor er einen Trade eingeht. Hat keine Angst, einen Verlust zu realisieren, definiert nie einen Verlust. Ruhig, wartet auf Gelegenheiten, wird von seiner Emotion geleitet. Benutzt eine durchdachte Strategie, hat keine stimmige Strategie. Ist gut vorbereitet, macht seine Hausaufgaben, tradet oft nach Laune.
schätzt das Risiko-Gewinn-Verhältnis für jeden Trade genau ein, praktiziert kein Risikomanagement. Den Aktienmarkt kümmert es letztlich nicht, ob sie Gewinn oder Verlust machen. Der Markt übt auch keine Kontrolle über ihre Aktionen aus. Sie selbst müssen daher ihr eigenes Regelsystem entwickeln und den Willen zur Disziplin aufbringen, um sich erfolgreich zu behaupten. Niemand wird das für sie erledigen. Sie müssen die Stärke haben, diese Verantwortung vor sich selbst zu übernehmen. Seien Sie sich klar darüber, dass diese Verantwortung enorme Selbstkontrolle und Selbstdisziplin erfordert. Diese Lektion der guten von den schlechten Trading-Positionen ist von elementarer Bedeutung für den Erfolg im Hardstock- und Pienestock-Sektor. Die schlechte Selektion potenziell interessanter Hardstocks wird schnellen und großen Blutzoll im Drahterde-Pad kosten. Jeden Tag kreuzt der Trader und Investor unzählige Wege auf dem Börsenparkett, ohne ein diszipliniertes System, um eigenständig fundierte Entscheidungen treffen zu können. Ist das finanzielle und oft auch psychische Scheitern an den Mechanismen des Marktes nur eine Frage der Zeit. Nicht zuletzt die ungenügende Kontrolle der eigenen Emotionen wird gerade im Pienestock-Segment sehr schnell dazu führen, dass man den Glauben an die eigenen Trading-Fähigkeiten schnell verliert und den falschen Aktien zum falschen Zeitpunkt hinterherrennt. Daher einige allgemeine, aber sehr grundsätzliche Verhaltensregeln, die geeignet sind, sich ein stabiles Grundgerüst für die eigene Traderpsyche anzueignen. 1. Schütze immer dein Depot, dein Tradingkapital ist dein wichtigstes Handwerkszeug. Ohne Tradingkapital bist du handlungsunfähig. Investiere daher dein Geld niemals komplett in HIG. Investiere daher dein Geld niemals komplett in einen einzigen Wert, sondern streue dein Depot. 2. Werde nicht gierig. Nimm Gewinne mit. Du kannst nicht von Gewinnen auf dem Papier leben. Eine Aktie, deren Kursverlauf alle deine Erwartungen erfüllt hat, muss wenigstens zur Hälfte in Cash für dein Depot verwandelt werden. Fang nicht an zu denken, es könnte ja noch höher gehen. Die Gefahr, die Aktie auch dann noch im Depot zu haben, wenn alle technischen Indikatoren gedreht haben und das Momentum verschwunden ist, ist zu groß. Zu schnell werden aus deinen Buchgewinnen reale Verluste. Verkaufe die mindestens die Hälfte einer gut gelaufenen Position, solange der Trend und das Momentum noch stark sind. 3. Geh keine Trades oder Investments aus Langeweile ein, die gegen deine eigenen Regeln verstoßen. 4. Mach ab und zu Pausen während eines Trading-Tages. Viele der schlechtesten Trades passieren, wenn ihnen ein besonders guter oder ein besonders schlechter Trade vorausgegangen ist. Die Emotionen sind dann besonders intensiv gegenwärtig und die eigene Taktik und die eigene Psyche damit besonders anfällig für schlechte Entscheidungen. 5. Werf dein teures Geld nicht einem schlechten Trade hinterher. Verzichte darauf, deinen zu hoch eingegangenen Einstiegskurs mit aller Gewalt durch Zusatzkäufe auf billigerem Niveau nach unten zu drücken, wenn der Trend nach unten zeigt. Ausnahme, ein guter und scharfer Dip, der einen deutlichen Intraday-Rebound provoziert. 6. Jeder Tag hält neue Chancen für dich bereit. Wenn du einen schlechten Tag hattest, dann rekapituliere deine Trades und versuche aus den Fehlern zu lernen. 7. Hol nach Möglichkeit jeden Monat etwas Profit aus deinem Depot und belohne dich dadurch selbst. 8. Lege dein Ego ab. Stolz kann dich im Börsengeschäft einiges an Profit kosten. Erlaube dir keine Nachlässigkeiten bei der Umsetzung deiner Trading-Strategien. Die Finanzmärkte haben eine merkwürdige Eigenart, all jene gnadenlos zu demütigen, die mit einem zu großen Kopf durch die Gegend laufen. Der Stolze, der Nachlässige und der Leichtgläubige werden in diesem Geschäft unbarmherzig geschlachtet. Übe dich daher in Demut. 9. Tu alles dafür, dass dir das Handeln mit Hardstocks und Pennies immer Spaß macht.
Wenn du das Pienestock-Trading nicht genießen kannst, weil du dich fortwährend in einem quasi panikartigen Zustand wiederfindest, solltest du dir besser ein anderes Betätigungsfeld suchen. 10. Habe ein System, nach dem du handelst. Wisse immer, warum du einen Trade eingegangen bist. Wisse immer, warum du aus einem Trade aussteigst. Durchdenke regelmäßig deine Strategie. Warum entscheidest du dich für eine Aktie? Was ist dein Kursziel? Was dein Zeitrahmen? Was dein mentaler Stop-Loss? Du musst dir ein System schaffen, mit dem du gut zurechtkommst und das für dich funktioniert. Wenn du dich immer nur auf die heißen Tipps der anderen und der PR-Maschinerie verlässt, tradest du nicht SST, tradest du nicht, sondern du spielst Roulette. 11. Beschäftige dich mit technischer Analyse, TA. Über die unterschiedlichen Indikatoren und Chartformationen Bescheid zu wissen kann nicht schaden. Sie können dich auch im Pienestock-Bereich lehren, den Zeitpunkt des Einstiegs oder Ausstiegs auf der Basis von Zahlen, Zeit und Volumen zu finden. TA zwingt dich zur Disziplin und hilft dir, nicht in die Verhaltensmuster eines planlosen Glücksspielers abzurutschen. 12. Lasse deine Emotionen aus dem Spiel. Je routinierter und maschineller du Marktsituationen wahrnehmen und daraufhin emotionslos deine Orders platzieren kannst, desto mehr Geld wirst du mit Hardstocks und Pennies verdienen. 13. Hol nie Geld aus einer gut laufenden Winning-Position heraus, nur um einer anderen Aktie hinterherzulaufen, von der du dir kurzfristig viel versprichst. 14. Versuche ein Gefühl zu entwickeln, das dir erlaubt, in die Trendstärke hinein zu verkaufen. Versuche rechtzeitig die Situationen zu vermeiden, die dich zwingen, eine Position in einem starken Abwärtstrend zu schließen. 15. Zu hoch einkaufen und auf ein Wunder hoffen wird in den Pennies dein Tod sein. 16. Wenn du mit Hardstocks und Pennies noch keine oder wenig Erfahrung hast, dann trade erst einmal ein paar Monate ausschließlich auf dem Papier. Sicher, es ist brutal, du sitzt am Bildschirm und beobachtest, wie Aktie XY nach 30 Handelsminuten mit 100% im Plus liegt und unaufhörlich weiter steigt. Am liebsten würdest du sofort auf den Orderknopf eines Online-Depots drücken. Tu es nicht. Nimm das Papier auf deine Watchlist und verfolge sein Trading-Verhalten an den nächsten Handelstagen. Auch wenn diese Art zunächst sehr unbefriedigend erscheinen mag und auch nicht unbedingt mit der Realität auf dem Parkett vergleichbar ist, so spart sie dir am Anfang ganz sicher eine Menge Geld. 17. Gewöhne dir an, ein Trading-Tagebuch zu führen und es zu benutzen. Notiere dir deine Fehler, auch wenn's weh tut. Der Markt bestraft jeden Fehler gnadenlos. Lerne aus deinen Fehlern und hilf nie auf dazu zu lernen. Umso schneller wirst du den Markt zu meistern verstehen. 18. Nutze einen schnellen News-Server, wenn du auf der Basis aktueller News eine Aktie traden willst. Sonst lass lieber die Finger von dieser Art Trading. 19. Beherrsche deine Daten- und Charting-Software in- und auswendig. 20. Schlage die Herde.